Der Nutzer muss klar sehen, wann ist es Werbung, wann ist es gesponsert. Ja, sie können auf jeden Fall Teil eines nachhaltigen Geschäftsmodells sein, denn es bringt auch die Werbungstreibenden dazu, relevantere Inhalte zu machen. Werbung muss Mehrwert haben, Werbung muss Spaß machen. Und wenn das passiert und wenn sie über andere und neue Wege zu den Nutzern gelangt, dann sind das auf jeden Fall neue Möglichkeiten. Er verspielt seine Glaubwürdigkeit dann, wenn die Umsetzung nicht usergerecht ist. Ich denke, da fehlt es noch viel an Einheitlichkeit. Es wird viel gekennzeichnet, sehr klein, sehr am Ende. Der normale Durchschnittsnutzer, dem wird das nicht unbedingt deutlich, wann ist etwas gesponsert oder wann nicht. Ich würde jungen Menschen auf jeden Fall raten, im Digitalbereich zu arbeiten. Das ist spannend. Ob es dann Journalismus, Marketing oder Technik oder die vielen anderen Möglichkeiten, das muss jeder selbst wissen.